Hallo und herzlich willkommen hier zu Amazia. Heute zum nächsten Part hier. Und letztens sind wir stehen geblieben, da haben wir so eine komische Batterie gefunden oder Verbandskasten. Ich weiß es nicht. Heute müssen wir mal sehen, wie das hier weitergeht. Ob wir es überhaupt heute lösen, weiß ich nicht, weil ich bin nicht so der, ja, Rätselfreund. Aber werden wir mal sehen, ob wir es irgendwie hier hinbekommen. Ich habe schon mindestens die Vermutung, dass das Stück hier irgendwie rein muss. Zum Beispiel so. Ja, schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen. Irgendwie. Ja. Scheinbar geht es wieder nicht. Aber es muss zumindest eine Bewandtnis haben. Ja, tolles Brot. Tolles Brot. Zumindest müssen wir hier rein. Also muss dieses komische Gerät hier weg. Ja, wir können es nochmal rausholen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Vielleicht können wir das ein bisschen anders drehen. So, dass dieser kleine Knauf da reinkommt. Ja. Haben wir es jetzt irgendwie mal auf der richtigen Seite. So. So. Genau, und jetzt. Mensch. Das ist eine ganz schöne Fummelarbeit. Toll, wo hab ich den jetzt hingeschmissen? Ach, da hinten. Ja, ich bin mir fast sicher, dass dieser Knauf da in der Mitte muss. Also müssen wir das irgendwie erstmal drehen hier. Auch wenn es gerade ein bisschen ulkig aussieht, aber was tun wir nicht alles dafür, um das Rätsel hier zu lösen? So, wo ist denn jetzt? Ah, auf der Seite ist es. Also müssen wir mal versuchen, dass wir es jetzt hier reinbekommen. Ist gar nicht so einfach, wie das aussieht hier. Mensch, komm rein. Verflixt und zugenäht. Ach, komm doch rein, Junge. Ja, perfekt. So, jetzt probieren wir das nochmal hier. Ja. Ist gar nicht so einfach. Vielleicht mal auf der anderen Seite drehen. Ja, das geht nicht. Also geht nur so rum. Ist aber nicht einfach mit der Maus hier. Muss noch ein Geheimnis dabei sein. Weil angeht er nicht. Gut, dann werden wir mal nochmal rumschauen, ob wir ja irgendwas finden. Muss ja irgendwo sein hier. Kann ja nicht möglich sein, dass hier nichts passiert. So. Haben wir jetzt irgendwie. Jetzt ist guter Rat teuer hier. Können wir hier irgendwas finden? Nee, das auch nicht. Es muss irgendwas mit dem Auto hier zu tun haben. Aber was? Fragt mich nicht. Warum geht das nicht? Das wird wohl nicht so funktionieren. Aber zumindest muss es da nein. Aber was hat das für eine Bewandtnis? Das ist die Frage.
Ja, aufs Auto können wir auch nicht. Zum Beispiel ist da ja auch nichts. Ja, werden wir mal nochmal zurückschauen, ob wir da irgendwie was vergessen haben. Vielleicht haben wir ja irgendwie was vergessen. Die ist zu. Aha. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ob wir das schon benutzt haben, aber das ist ja hier eine Tankstelle. Benzin, also Treibstoff. Vielleicht braucht er einfach bloß Treibstoff, bloß noch. Wer weiß das schon. So. Hier ist O zu. Also es muss zumindest hier in der Nähe sein. Ja, hier oben kommen wir auch nicht lang. Ach du lieber Gott. Wo könnte das Geheimnis sein? Ja. Bin mir fast sicher, da hat kein Benzin drin oder so. Kein Diesel. Ach Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, meine Lieben, wenn ihr euch gewundert habt, warum ich gestern kein Port hochgeladen habe, ja, dann wird das wohl so sein, weil mein Internetanbieter mal wieder rumgesponnen hat. Ich sag mal hier keine Namen. Aber es ist sehr, sehr beschämend. Weil es ist ja nicht schön das erste Mal. So, hier hinten haben wir noch eine Tür. Kommen wir da vielleicht rein? Ja, wir kommen da rein. Perfekt. Perfekt. Aber großteils kriegen wir jetzt hier auch nichts. Ah, wir haben unsere Lampe wieder. Gut. So. Dieser Kanister sieht aus, als würde er zu einer Treibstoffpumpe passen. Ah. Die sich zuvor gesehen habe. Jedenfalls verstört. Verstürmt. Ja. Ah, ja. Hat das irgendwie hier was zu tun, aber ich kann das Ding doch jetzt nicht hierher schleppen. Eine Treibstoffpumpe. Ah, ich habe eine Idee, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Wollen wir diese Idee mal ausprobieren? Ich bin mir fast sicher, es könnte klappen, aber es wird eine ganz schöne Fummelarbeit, das Ding hierher zu schleppen. So, dann gehen wir nochmal raus hier, holen uns mal das komische Gefäß oder was das ist, keine Ahnung, Behälter. Könnte ja sein, dass wir dadurch ein bisschen Treibstoff kriegen. So. Ja. Auch wenn das jetzt eine Fummelarbeit ist, das Ding hier hinüber zu schleppen, zum Beispiel da rein zu bekommen. Ah, ging. So. Vielleicht können wir ja dadurch Benzin reinfüllen und dann den Motor starten. Das wäre ja praktisch. So. Versuchen wir das mal hier drauf zu tun. Ja, super, super, super. Es hat funktioniert.
Ja, scheinbar ist meine Internetverbindung wieder da. Mein Handy vibriert wie sonst was. Nein! Fick die Henne, ey. Das klingt nicht gut. Fertig. Alter, was ist denn das für ein Geräusch hier? Das klingt wie ein T-Rex. Ich hab Angst. Liebe Leute der guten Unterhaltung, macht mir ja nicht so eine Angst. Ah, das klingt schon mal positiv, dass wir jetzt gleich unseren Funken bekommen. Hoffe ich zumindest. Also, und diese Schweine hier. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, also... Es gibt da ein paar Sachen mit meinem Internetanbieter, also das müsste mal geklärt werden. Ich weiß nicht, ob ihr auch so viele Probleme mit euren Internetanbieter habt, also könnt ihr mir ja mal in die Kommis schreiben. Und ich würde euch da mal privat anschreiben und euch den Namen sagen. Vielleicht habt ihr ja den gleichen und das gleiche Problem. Bloß ich möchte jetzt hier nicht den Namen sagen, weil könnte ja sein, dass wir da ein bisschen Probleme bekommen hier und das wollen wir ja alle nicht. Ne? Wir sind ja... Aha. Und du? Yes. Yes. So, das ging nur durch die Hilfe der kleinen Kate. Die kommt nicht da. Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it. Yeah, yeah, yeah. So, wir sind hier auf dem Friedhof angekommen, meine lieben Freunde. Des guten Geschmacks. Schweine auf dem Friedhof, wie eklig ist denn das? Und diese Geräusche hier. So, dann werden wir jetzt mal gucken hier, wo der das nächste Rätsel ist. Oder der nächste Weg. Ich hätte ihn, glaube ich, schon gefunden. Ja, liegt hier jemand? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht lesen. Ja, ich glaube, wir kommen gleich hier ins Krematorium oder irgend sowas, keine Ahnung. So, Vieh und Bibeln, Schweinchen, Schweinchen, die flugen himmelblau. Meine Liebe, kommt zu mir. So, meine Lieben, würde ich jetzt sagen, war das jetzt der Port. Und wir sehen uns dann im nächsten Port wieder, wenn es heißt... Gehen wir auf Entdeckungsreise hier mit eurem Fussel zu DLP TV. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.